Hey, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play The Division, die Beta. Mit dabei wieder der Beam. Jo. Und der Minjas, quasi der Hirnsturz. Hi. Hallo, 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 hallo. Beam, hast schon wieder alle getötet. Du bist irgendwie grundaggressiv. Ja. Und du schmeißt immer das Schild weg, Beam. Guck mal hier, kann man das Tor auch aufmachen? Nee, ich letter drüber, ist mir egal. So, weitermachen mal, Leute. Der Paddy wird jetzt auch bald einsteigen. Ja, ich hoffe's. Läuft auf jeden Fall. Und dann können wir endlich die Story-Mission machen. Wir machen mal eben noch... hier haben wir noch was. 0,3 Meter Elektronikteil wird mir angezeigt. Seht ihr das? Yeah. In die Richtung. Hier, ich sehe so ein Dreieck. Ja, dann müsste das... Hier ist es. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Ach, scheiß drauf. Das ist schön. Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte komm. Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Wie war das mit dem Deckungsspiel? Der Taste? Nein, ich. Achso, renn immer im Rambo-Modus rum, weißt du? Ja, mit dem Schild kann man das machen. Später werden die Missionen dann auch deutlich schwieriger, beziehungsweise kann man auch aussuchen, auf welchen Schwierigkeitsgrad man das machen will. Und dementsprechend ist das Loot dann besser. Und spätestens dann sollte man auch in Deckung gehen. Hier ist es halt noch nicht wirklich notwendig. Was ist los? Das machen wir dann gleich. Jungs, ihr könnt rauskommen. Ah, hier ist jemand. Die werden immer weiter angreifen. Wir machen dann die Story-Mission dann auch schwer. Probieren Sie einfach mal. Dann konzentrieren wir uns mal. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Hier kann man die Tür öffnen. Feindkräfte nähern sich. Warte mal, hier ist noch was zum Öffnen. So. Oh, sehr gut, eine Kiste. Elektronik. Okay. Das tut weh. Sind das Gegner? Nee, das sind keine Gegner. Da oben, Alter. Geht denn ab? Die schießen aber schon, Beam. Dann schlagen wir sie. Alter. Häng sie mal ab. Halte den Anführer aus. Na komm her, Kollege. Moment. Nein. Ach Mann. Feindkräfte nähern sich. Es kommt noch mehr. Ich muss mal die Maus-Sensitivity ein bisschen runterstellen, ey. Oh, da ist eine Ratte von mir lang gelaufen. Die alte Ratte. Ich weiß eigentlich, wo die Feuer. Das würde mich mal interessieren. Nee, geht nicht. Okay. Du versuchst schon die ganze Zeit zu erschießen, das Spiel will nicht. Achtung, da fliegt eine Granate. Ein Konzert. Ah, Rauchgranate. Boah, krass, voll überfordert hier. Und komm her. Yay! Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Heftig, ey. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder die Hälfte für Stufe 6, das geht trotzdem noch relativ schnell. Wir greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine Beine. Also, McBones hat schon rumgeweint, Leute, das dauert so lange hier, das Leveln. Ne, ich finde, also, wir sind noch am Anfang und so, aber ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass es nicht allzu schnell geht. Die Beta ist ja auch nur jetzt nur begrenzt, was den Content angeht. Wir können ja nicht alles machen. Wir können uns ja Zeit lassen. Das ist noch nicht die Vollversion, so wie Mist. Nee. Beam, du solltest dich heilen. What? Naja, ein Balken. Ich hab zwei von drei, alles cool. So, das ist unter den Einsatz, machen wir dann später hin. Oder? Warte mal, was ist denn das hier? Das ist das mit Operationsbasis. Das machen wir dann mit dem Paddy zusammen. Wir machen jetzt mal noch Virusforschung schon wieder. Wer ist sonst gerade nichts? Na gut, dann machen wir da hin. Was soll ich? Boah, 200 Meter. Aber wir haben in Sonne angefangen, sind durch die Nacht, am nächsten Tag kurz Sonne und dann Schneesturm. Mir ist schlecht. Jo. Ja, ist cool. Also, ist schön auf jeden Fall. Es sorgt auf jeden Fall für Atmosphäre. Ja, kann man nicht meckern. So, wie sieht's denn aus, Betty?
Er hört uns wahrscheinlich nicht mehr. Ah, das ist schon wieder Virusforschung. Wieder so ein verseuchtes Gebiet? Jo. Kontaminiertes Gebiet. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt noch und dann machen wir schon mal zur Operationsbasis und gucken mal, was sie zu erzählen haben. Und dann können wir dann Patty einfach abpassen. Gesehen, okay? Quasi mit der nächsten Folge oder so. Vielleicht noch eine ganz gute Idee. Ist das hier vorne? Ist ein Feinde hier auf der Straße? Jo. Seid ihr da? Ist ja doch. Zum Teufel! Ja. Weicheier! Der Weg Sturmgewehr ist unheimlich umständlich. Was mir gerade auffällt, habt ihr hinten am Rucksack noch so eine Anzeige? Weil die habe ich jetzt gerade nicht mehr eingeblendet. Entweder habe ich sie ausgeblendet. Weißt du, hinten am Rucksack wurde sowas angezeigt mit Granaten, was man so in seinem Rucksack drin hat. Ja, rechts die Anzeige ist noch da. Rechts die, aber direkt am Rucksack habe ich eine Anzeige. Nee. Ganz am Anfang war das. Vielleicht hast du keinen Rucksack gewechselt. Nee, habe ich auch nicht. Komisch, okay, dann ist das... Okay. Ja, das sind übelst unnötig. Ich halte das nicht mehr nüchtern aus, im Leben nicht. Gar keine Frage. Ja, sieht schon echt nice aus. Sieht echt cool aus, also stimmig ist auf jeden Fall. So, sind das da vorne wieder Feinde? Ich finde das immer schwer zu... Ja, das sind bestimmt Feinde, oder? Ich lass mich meine Granate feuern. Ja. Ich finde, der ist geil. Ja, ein Boss. Endboss. Er hat wieder einiges ab gerade, trotz Schild. Mit den Deckung. Sie haben Alex! Schnappt euch die Bär! Okay, nice. War ein Boss. Aber die Granate hat einiges gebracht. Ey, wenn man sich dann ordentlich abspricht und gleichzeitig so eine Granate abfeuert, das könnte übelst viel bringen, ey. Absolut. Ich weiß auch wieder, wann die Anzeige am Rucksack kommt, wenn du was glutest direkt. Dann zeigt er das kurz an, dass er das in den Rucksack packt. Okay. So, aber Virusforschung ist das noch nicht gewesen. Aber da hinten ist wieder irgendwie ganz viel Zeug. Das ist jetzt hier. Hier ist, guck mal, das Gebiet, wo wir rein... Ah, ihr seid in die andere Richtung gelaufen. Nö, wir kommen jetzt in die Nähe. Hier auf der Seite ist wieder irgendwas zum Looten, aber ich muss jetzt ja nicht alles mitnehmen. Liegen schon noch genug. Also hier ist wieder so ein Quarantänegebiet. Man sieht das... Was ist hier? Hier ist ein Handy. Hier ist ein Handy am Boden. Ja, sammeln ein. Okay, gib ein paar Punkte hinzu. Okay, das kann jeder für sich einsammeln. Ja. Ja, wenn das ist so Trophäen, also wenn du da alle von hast, kriegst du ein Item. Sowieso. Wie sammle ich das ein? AF einsammeln, okay. So, das ist wieder mit den Scannen hier. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. 5 Minuten. Hier geht's rauf. Dietrichset, ich mach hier auf. Dietrichset? Ja, ich hab hier aufgemacht. Die eine Wohnung war mit dem Dietrich zu öffnen. Okay, nice. So. Ein Wasser. Da ist noch was. Oh, eine blaue MA1. Irgendwas. Nice. Na komm. Ich mach mal ein bisschen Backe hier mit ihnen. Ja, du machst einfach auf, ne? Alter, ich bin so dumm, Kühlschrank aufzumachen. Nee, das, manchmal verliert ihr den Fokus, das hatte ich auch schon mal. Ja. Wir müssen aber das Ding finden. Wir haben nicht unendlich Zeit. Genau. Hier geht nicht auf, hier geht nicht auf. Guck mal, wie das alles abgedeckt ist hier. Ja, eine Kiste steht hier. Zum Aktivieren. Waffenze. Aber ich kann die nicht aktivieren. Eine grüne deine Waffe. Baseballmütze. Anlegen bitte. Yeah! Hast du endlich deine Baseballmütze? Jo. Am liebsten hätte ich ja so eine Mütze, die ich aufhab. Gerade. Eine Facecam. Eine schicke Winterjacke. Guck mal, keine hässliche, sondern eine schicke. Nice. Ich geh mal ins Höhere und guck mal, ob ich schon die Kiste irgendwie sehe. Ich komm mit. Wir müssen ja vor allem 2 noch finden, dann diesmal. Hier ist eine. Okay, dann mach. Aktivier. Alarm. Geh schon mal weiter hoch. Kontaminationsscan eingeleitet. Okay. Die ganz unten haben wir, ne? Dann wird ganz oben auch noch eine sein. Hier ist Munition, wo ich bin. Oben. Oh nein, jetzt habe ich eine hässliche Mütze angezogen. Das wollte ich gar nicht.
Munition hier in dem einen Raum, wenn ihr braucht, ne? Oh, jetzt habe ich. Ich drücke mal C und dann zieht man das instant an, jetzt sehe ich voll kacke aus. Ja gut. Rucksack? Gegen die Natur kannst du nichts machen. Das kann man nicht überdecken, die nee, Natur, meinst du? Kannst du Skimaske aufziehen oder so eventuell? Hier ist der Scanner. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet! So langsam wissen wir, wie man scannt, ne? Jo, das sind voll die Scanner. Die Scanner-Checker. Oh, es ist hell. Ja. Warte mal, ist das denn Blut? Das müsst ihr hochladen, hochladen, wir haben nur noch 3 Minuten. Jo, jo, da hinten. Inventar voll. Eine Schreie? Wir können ein bisschen Krawall machen. Ich bin wie eine Kakerlake. Also ich hab zumindest Stimmen gehört. Ihr seid alle tot. Die Schaff hört nicht auf. Yeah. Läuft langsam hier. Diese Mistkerl. Bleib von der Seite. War's schon, ne? Nicht so geil. Ich mach's. Bei der Kiste sagt der Sack, Inventar ist voll und wenn ich hier so einen Gegner am Boden loote, Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Sehr gut. Ja. Cool. So, ich weiß nicht, wollen wir noch schnell zur Operationsbasis machen und sie mal noch angucken? Bei welcher Minute sind wir? Ich sehe es gerade nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe keinen Überblick. Lass es mal noch machen. Okay, warte, lass mich ganz kurz tappen. Und das aktivieren und das aktivieren und. Kann man nicht hier irgendwo schneller runtergehen? Warte, ich markiere das mal, vielleicht wird das einem angezeigt. Wir sind bei 12 Minuten, also wir haben noch Zeit genug hier, um was zu machen. Marschieren wir gemütlich zurück. Bonsai folgen oder Beam folgen? Hier ist eine Treppe. Komm mit. Also. Blaue AK-47. Ich meine, übersehen den Karton. Ja, eine blaue Gasmaske und einen blauen Griff. Nice. Langsam bin ich OP. Da könnt ihr mich alle mal machen, ich das alles alleine. Ja, brauchst dann keine Kugel mehr hier. Nee, ich bin eine Kugel. Nee, ich brauche keine Waffen, ich bin eine Waffe. Ach, ist das schwieriger. Hör nicht auf Minias, das ist alles. So, anlegen. Ruhig. Jetzt rüstet er sich aus. Was denn? Hast du uns immer? Nee, nee, mach weiter, machen wir später. Anlegen. Zurück. Ja, weil ihr alle nicht wusstet, wie das geht. Wenn ich nicht 10 Minuten warten wollte. Wieso geht's hier nicht weiter? Aber ich guck mal hier, Reflexvisier, steht doch da. Optimale Reichweite wird um 3,5% erhöht und Präzision wird um 3,5% erhöht. Das bringt was. Also, ich finde das Hammer, wie detailliert das ist. Hier dieser Hinterhof, weißt du, wo du dir aus allen Ecken kann jemand kommen, du kannst die Leitern hochgehen und. Weißt du, was ich meine? So. Oh, der sieht gefährlich aus. Hund! Hund! Lass den Hund unten. Hund! Der sieht aber böse. Das war ich nicht. Wie kann denn ein Hund böser aussehen? Der hat eine Grimasse gemacht. Ja. So, hat die Pfoten in die Ohren gesteckt und die Zunge raus und so. Ja, dafür habe ich kein Verständnis. Bei Bäumen und Brunnen hört's auf, bei Beam. Wie komme ich denn jetzt hier nicht runter? Ja, so hier. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen ausrüsten. Hier, Gürtel, Zähne. Mal meine AK an, Alter. Operationsbasis erreichen. Okay. Hier, zieh dir mal meine AK rein. Die ist schon gut modifiziert. Moment, wo? Ja, würde ich sagen, wir haben schon. Mit Laser, mit Visier, mit der feine Herr Beam. Ja, Mann. Wir haben schon echt coolen Stuff am Start, würde ich sagen. Yo, ja, gut, wir haben keine Vorstellung, was es alles gibt, aber wir sagen jetzt einfach mal, haben wir. Ja, ich bin auch mal gespannt dann auf die Dark Zone. Wie gesagt, das müssen wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich muss Stufe 6 werden, damit ich mein tolles Gewehr anlegen kann. Das ist ja toll. Ah, jetzt geht's los mit der Suchtspirale. Ah. Warte mal, hier müsste irgendwo noch ein Item sein. Das wird das irgendwie so angezeigt. Was ich übrigens die ganze Zeit einen Fehler gemacht habe beim Sprinten, ne? Du aktivierst Sprinten mit einmal kurz Shift und nicht dauerhaft halten. Das habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. Jo, das mache ich auch noch falsch. Ja, du hast recht. Komm schon, was hast du da? Okay, nämlich dann sprintet er mich auf einmal dauerhaft und nicht wie vorher. Hier ist irgendwo ein Überfall. Egal. Ach du, Überfall. Natürliche Auslese. Alter, was ist da oben? Komm mit. Und? Nimm. Ah, die Atmosphäre gerade.
Bei mir irgendwo eine verschwommene Sicht, irgendwas hat mich immer in die Fresse. Warum hab ich jetzt verschwommene Sicht? Das ist hier diese olle Rauchgranate. Die Rauchgranaten, da darfst du nicht reinrennen. Ja, vorhin auch passiert. Hallo Lady, weg da, Lady, weg! Geh nach Hause. Oh, hier sind Ratten. Warte. Oh, du hast die Ratte erschossen. Was wolltest du gerade machen? Ja, nix, ich wollte nur mal zeigen durch Kim und Korn. Achso, okay, alles klar. Ich bin ja Rattenfreund. Ich mag Ratten auch. Gebraten am Stück. Richtig. Lady, von der Straße runter, auch wenn sie Bauchweh haben. Gehen Sie nach Hause. Danke. Warte mal, hier ist schon wieder irgendeine Zone. Ah, hier waren wir schon gewesen. Ne, ist keine Quest oder so. Morgen, okay, morgen, dann morgen. Ab zu. Na links. Ab zur Operationsbasis. Ach, fuck man, das Spiel ist doch ziemlich geil. Wieso? Wolltest du nicht, dass es gut ist oder was? Nee, das Problem ist, das ist Beta und das ist noch nicht Vollversion, weißt du? Ach so, ja, das stimmt, ja. Also ich würde mir die Vollversion auf jeden Fall holen. Definitiv. Oh. Ja, mal gucken, ich meine, gut, das sind jetzt die Zentrale, und so, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Den Spruch haben wir schon mal. Funk. Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Das wiederholst du anscheinend so. Achtung, hier sind Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43, Vorsicht! Die werden beschossen, Agenten das ist viel der Division sind als Rückendeckung ja, zu ihrer Stellung ist unterwegs. Wichtig. Ohne auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal dahin und helfen, oder? Sonst sind die wahrscheinlich gleich am Arsch. Ja, ich wollte... Wow, das sind viele. Da sind viele. Nee. Deckung, Deckung, Deckung. Er ist tot, Mann! Was? Zieht auf die Köpfe! Na, kann ich dir doch... Juhu! Wir sind's! Also, die AK geht los ab. Was, wieder ein Boss dabei oder ein stärkerer Gegner zumindest? Sie sind nicht okay. Organisiert. Schlag zu! Näher ran. Perfekter Schuss. Wir entkommen nicht! Scheiße! Komm schon, komm schon! Alter. Ja, ich weiß noch, das ist ein Deckungsschüler. Ich hab ein Schild. Ich nehme Deckung um hinter dem Schild. Alles cool. Down. Aber es spielt sich natürlich eine Gruppe auch noch tausendmal geiler, als wenn man alleine hier ist oder so. Da kann man ruhig ein bisschen offensiver spielen. Zentrale? Nice. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein ja, offizieller Bericht. Die Division hat uns den Arsch gerettet. Natürlich. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Yeah. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Oh, ich habe das KH gefunden. Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Wieso, wie geht's hier rein? Ach, hier rein. Wir gehen jetzt noch nicht in die Basis rein. Achso, stimmt, sonst ist die Hauptmission, ja. Hm. Und sondern warten dann, bis der Patty dann hier ist. Wir können ihn ja einfach dann jetzt einladen, die Gruppe, und dann müsste er auch hier sein, und dann kann er mit in die Basis, und dann können wir gemeinsam die Story-Mission dann machen, sozusagen. Mhm. Das ist jetzt hier die Operationsbasis. Ich glaube, das wird dann das Ding sein, wo wir uns, was wir dann auch selber ausbauen können und alles. Ja. Mal gucken, wie das gemacht ist. Gut. Guter Scheiß. Hier liegt noch eine M249B. Das siehst du, glaube ich, nur. Okay, schade. Ja. Wie kann ich denn... Jeder kriegt immer sein eigenes Loot. Ja. Wie kann ich denn Inventar wegschmeißen hier? Ich habe genau. Zu viele Waffen. Du musst es nicht wegschmeißen, du kannst es auch verkaufen, du kriegst Geld dafür. Ja, aber ich würde die M249 mitnehmen, weil ich habe keinen Platz mehr. Also, ja, dann kannst du das weghauen. Okay, Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Denkt bitte an den Daumen und an Feedback. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Und dann geht's endlich dann doch los mit der Story-Mission. Genau, bis dahin. Alles klar, macht's gut. Ciao. Tschüss.